Diese Bilder einer plötzlichen Sturzflut nahm ein Augenzeuge am Montag in Sucre auf, der konstitutionellen Hauptstadt Boliviens. Zuvor war ein Hagelsturm über die Stadt niedergegangen. Auf einer Hauptstraße nahe des Bauernmarktes schien nichts vor der Strömung des Wassers sicher zu sein. Mindestens 4 Menschen kamen durch den Sturm ums Leben. Lokalen Medien zufolge blieben am Tag nach der Katastrophe alle Geschäfte geschlossen, um die Opfer zu betrauern und die angerichteten Schäden in Augenschein zu nehmen.